Ja. Hi Daniel. Ja, du bist jetzt 30. Und ich möchte dir so ein paar Dinge mal so sagen. Wenn du dir das anschaust und jetzt 3 Jahre weiter bist, dann hoffe ich, dass für dich einige Dinge ein bisschen anders gelaufen sind, als du sie vielleicht jetzt gerade in dem jetzigen Zeitpunkt hast. Also ich will mich nicht beklagen, mir geht's oder dir geht's richtig gut gerade. Und ich hoffe, dass so ein paar Dinge sich verändert haben in deinem jetzigen Leben. Das heißt, ich hoffe, du tust immer noch das, was du liebst. Du machst immer noch die Arbeit, die du liebst und musst nicht gezwungenermaßen irgendetwas anderes tun, was du gar nicht so magst. Ich hoffe, du bist immer noch frei. Ich hoffe, du hast eine Partnerin gefunden, mit der du zum gemeinsam in die gleiche Richtung schauen kannst. Ich hoffe, du bist glücklich und vor allem noch glücklicher als jetzt ohnehin schon. Ich hoffe sehr, dass es deiner Familie immer noch gut geht, dass alle munter sind. Ich hoffe für dich, du hast endlich einen Hund. Das wäre auf jeden Fall richtig stark. Jetzt gerade so bei mir hat es leider zeitlich nicht gepasst. Fast Anfang des Jahres wäre es soweit gewesen. Ich habe schon alles abgeklärt und so. Aber irgendwie hat es mich dann doch noch nicht so dahingezogen, dass ich mich dazu überwinde, tatsächlich mir jetzt einen Hund anzuschaffen. Ja, ich hoffe sehr, dass es bei dir jetzt soweit ist, dass es gepasst hat und du endlich deinen Wurf hast. Ich hoffe sehr, dass deine Freunde, die du hast und deine engsten Leute, die um dich stehen, dass sie immer noch da sind, dass sie dich immer noch unterstützen und dass vielleicht der ein oder andere Mensch dazugekommen ist und sich angeschlossen hat. Ich bin sehr gespannt, ob du immer noch YouTube machst und was aus YouTube geworden ist. Ich habe jetzt gerade erst angefangen und wenn du jetzt noch 3 Jahre weitermachst, wer weiß, wo das Ganze hingegangen ist. Und ja, ich hoffe, dass du vielleicht ja ein bisschen mehr Zeit gefunden hast, auch mal ein bisschen zu reisen und ein bisschen mehr zu sehen. Und nicht immer nur zu arbeiten. Und ja, was wünsche ich dir noch? Hauptsächlich wünsche ich dir einfach, dass du glücklich bist, weil wenn du glücklich bist, dann beinhaltet das ja im Endeffekt schon alles. Was willst du mehr als glücklich zu sein? Ja, also mehr Dinge brauchst du eigentlich gar nicht. Also, wenn du glücklich bist, dann hast du es eigentlich geschafft und das wünsche ich dir auf jeden Fall. Ich werde alles dafür geben, dass du es bist, also mach dich darauf gefasst. Ich werde auf jeden Fall Gas geben und an unseren Zielen arbeiten. Ja, ich bin sehr gespannt. Wir sehen uns dann in 3 Jahren. Bis dahin. Ciao, ciao.